Grundrechte, weil Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit. Das stimmt. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die gefährlichste Weltanschauung ist die derer, die die Welt nie angeschaut haben. Das wusste schon Alexander von Humboldt. Und Europa ist ein Stabilitätsanker in einer Welt mit Krisen und Konflikten, ein Kontinent der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit mit garantierten Menschen- und Freiheitsrechten. Das Einigungswerk steht unter Druck. Europafeindliche und nationalistische Strömungen stellen europäische Werte und die Union in Frage. Ich sage sehr klar, für uns Ausgrenzung, Abschottung und Renationalisierung führen in die Sackgasse und sie sind unvereinbar mit unserer europäischen Gemeinschaft. Auch wenn die Brexit-Verhandlung in den nächsten Jahren viel Kraft binden wird, sollten wir nicht aufhören, die europäische Integration voranzutreiben und unsere universellen Gemeinschaftsrechte zu verteidigen. Denn Europa muss sozialer, ökologischer, demokratischer und sicherer werden. Bei manchem Schatten gibt es auch viel Licht. Für viele ist Europa eben doch selbstverständlicher Alltag, insbesondere auch in den Grenzregionen. Ich will mir jetzt einen Seitenhieb zur Maut ersparen, um die Einigkeit hier nicht zu stören. Aber wissen Sie, gerade Jugendliche, gerade die Jugend und die Zukunft Europas, sie leben und sie schätzen Europa mit seiner Vielfalt, den Freiräumen und den Chancen. Mit den europäischen Bildungsprogrammen sind in der Vergangenheit über 7 Millionen Menschen zum Leben und Lernen in ein anderes EU-Land gegangen. Eine echte Erfolgsstory, daher auch von uns. Herzlichen Glückwunsch zum 30. Geburtstag. Wir meinen, wer Europa auf diese Weise erfährt, kennt seinen Wert. Wir Grünen im Bundestag und die Koalitionsfraktionen legen heute Anträge vor, wie Bildung stärker zur europäischen Einigung auch beitragen kann. Ich sehe sehr viel Einigkeit auch in dieser Debatte. Eine fraktionsübergreifende Initiative wäre ein großartiges Zeichen ins Land und auch Richtung Brüssel gewesen. Deshalb schade, dass das nicht möglich war. Ich sage sehr klar, wir stehen als Grüne weiter für einen einvernehmlichen Antrag des gesamten Hohen Hauses bereit, denn wir wollen alle einen Chancenkontinent. Wir wollen, dass Erasmus Plus noch besser läuft. Es wird noch viel zu sehr als Programm für Studierende wahrgenommen. Es ist wichtig, alle Bildungsbereiche sichtbarer zu machen und bei Azubis, Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften viel aktiver die Teilnahme an Erasmus zu werben. Gerade junge Auszubildende gehen noch viel zu selten ins Ausland. Da ist noch Überzeugungsarbeit zu leisten, sowohl in den Berufsschulen als auch bei den Arbeitgebern, dass es für den Betrieb auch von Vorteil ist, wenn ihre Azubis und auch die Beschäftigten eine Zeit lang ins Ausland gehen. Wir fordern deshalb die Wirtschaftsverbände auf, gerade kleine und mittlere Unternehmen für Erasmus Plus zu gewinnen. Und an die Bundesregierung: vereinfachen Sie endlich die Anträge. Jugendliche aus finanzschwächeren Elternhäusern sind leider noch unterrepräsentiert. Ein besseres BAföG und mehr Stipendien würden wirken. Und auch da kann der Bund nachlegen. Auch dazu kann man sich verabreden. Und wer ins Ausland geht, soll sich sicher sein können, dass seine anderswo erbrachten Leistungen und Abschlüsse hierzulande dann auch anerkannt werden. Mobilität darf nicht von Herkunft und nicht vom Konto abhängen. Unterrepräsentiert sind auch Jugendliche aus manchen EU-Ländern und Regionen. Die Teilnahmestaaten sollten darum endlich Ideen entwickeln, wie die Menschen in allen europäischen Regionen von Erasmus Plus besser profitieren können. Statt eingefahrener Ströme nur in eine Richtung oder nur zwischen bestimmten Staaten wollen wir vielfältige Mobilität, denn genau das macht Europa aus. Mobilität ist für alle da, nur das ist gerecht. Mehr europäischer Austausch ist ein Baustein für ein zusammenwachsendes Europa. Erasmus Plus überzeugt die Menschen von den Vorzügen der europäischen Einigung und ist damit eine ganz konkrete Antwort auf die Schwarzmaler und die nationalen Egoisten. Bildung schafft Identität, auch europäische Identität, und öffnet europaweit Türen, Köpfe und Herzen. Ob hierzulande, in Frankreich, in süd- oder osteuropäischen Ländern, wir tun, glaube ich, gemeinsam gut daran, die Begeisterung der Generation Europa für Europa zu stärken und weiter zu verbreiten. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Kai-Gering. Als nächstes spricht Katrin Albsteiger von der CDU-CSU-Fraktion.